Aber der Zug, der kommt. Da kannst du und ich nichts dagegen machen. Also da bin ich nicht ganz einverstanden. Weißt du was? Ich weiss gerade etwas, was du noch nicht weißt. Aha. Ja, der Zug ist dann noch gar nicht abgesegnet am heutigen Datum. Und einen Fahrplan gibt es auch noch keinen. Was hören die? Genau, so ist Liegobo, und trotzdem fahren wir. Oh, wir fahren ja schon. Oh, das gehen wir gar nicht. Wo fahren wir denn jetzt schon? Jetzt fahren wir wohl einen Brief auf Gletsch. Auf Gletsch? Ja, Friele. Ja, was wollen wir oben ins Gletsch? Ja, da wartet wohl der Bischof. Oh, der Bischof? Ja, Friele. Und der ist schon oben noch. Ja, sicher. Ja, der ist ja immer zu Fuss gegangen und nicht im Zug. Und was will der da oben noch? Ja, heute wird wohl der Zug abgesegnet. Oh, das tut dieser Bischof abgesegnet. Ja, und das sag ich jetzt zu dir. Nur gerade ist der Segel von unserem Bischof ein Stück mehr wert als der vom Bund. Und ich behaupte, das wird sich die nächsten 100 Jahre auch nicht ändern. Erst rechnet mit den Kontakten, die unser Bischof hat. Wo hat unser Bischof schon Kontakte? Das müssen wir jetzt gleich erklären. Ja, zum Beispiel im Dings mit dem. Mit der Mutter Gottes. Der ganz im guten Kontakt. Oh, ja, mit der Mutter. Ja, jetzt ist gut jetzt. Mit der Mutter Gottes. Weißt du was? Der tue aber dem Bischof hier sagen, er soll doch gerade mit der Mutter Gottes einen Vertrag machen, dass er Gott der Zug dort segnet. Nicht nur segnet, sondern dass er noch Gott den Teufel soll er mal, von mir soll er mal sagen, Mütter Gottesbahn, genau. Und die Bürste, wo alles zu wenig schnell geht, die sie sogar miteinander abkürzen, sagen wir MGB. Mütter Gottesbahn. Ja, das ist ganz eine gute Idee. Und du hast recht. Mir geht es nie schnell genug. Aber darum weiss ich euch etwas, was du jetzt eben noch nicht weisst. Heute und morgen, in Arzt Zermatt, habe ich in der Zeitung gelesen. Ja, kannst du jetzt lesen? Ich kann lesen, ja. Hat es die Bilder auch drin gehabt? Nein, überhaupt nicht. Ja, die geht mir das Lesen nicht so gut. Aber erzähl nur. Eben. Heute und morgen ist Innerhard Zermatt in der Zeitung drin gestanden, dass der Erzherzog, der Franz Ferdinand und seine Frau Sophie, Innerhard Sarajevo, sind vermordet worden. Oh, Jesus, wo. Siehst du jetzt? Ist denn dir das Franzische Freische verwandt? Ja, nicht, dass ich wüsste, nein. Ja, boah, ja, das tut sich immer nicht interessieren, oder? Aber es steht da eben noch drin, dass unter Umständen könnte ein Krieg ausbrechen. Wegen Franzisch Freischi? Ja, wegen dem Vermordung. Ja, da bist du jetzt selber schuld, wenn du das durchlesest. Jetzt kannst du natürlich nicht mehr schlafen, gell? Ja, sicher kann ich nicht liegen. Ja, sehe ich tue solches gar nicht lesen. Darum kann ich jede Nacht gut liegen. Weißt du, ob jetzt du das lesest und weisst und dir Gedanken darüber machst oder nicht? Das spielt doch keine Rolle. Wenn der Krieg will kommen, kommt er von selbst. Aber eins kann er sagen, innen auf Sass kommt der Krieg zu Füßen.